Hallo und herzlich willkommen, liebe Widder. Ich hoffe, es geht dir sehr gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Widder, Sternzeichen, Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Widder stehen hast, kannst du hier möglicherweise in Resonanz gehen. Wir schauen uns die Energien an, die der Neumond im Zeichen Wassermann auf die Widder, Sternzeichen oder Aszendenten hat. Der Neumond, der am Freitag, den 9. Februar stattgefunden hat und sehr intensiv ist oder war. Du kannst dir auch gerne mein Video dazu anschauen, das ich hier unter diesem Video auch verlinke zu dem Neumond im Zeichen Wassermann. Worum es dort astrologisch geht, welche Energien dort vorherrschen. Und wir schauen nun an, wie sich das Ganze hier auf den Widder auswirkt. Die Hohepriesterin. Welche Prozesse laufen hier im Kollektiv der Widder ab? Was möchte hier erneuert werden? Und da sehe ich Ängste, Sorgen, Albträume, schlaflose Nächte. Irgendetwas sorgt dich hier ganz stark. Du machst dir irgendwelche großen Gedanken, bist sehr unruhig innerlich. Da gibt es irgendwelche tief sitzenden Ängste oder Albträume. Und zwar im Zusammenhang vielleicht auch mit einer Verbindung, einer Beziehung. Wir sehen hier auf jeden Fall eine Beziehung. Das kann auch unabhängig voneinander hier, können zwei verschiedene Themen sein. Auf jeden Fall sehen wir hier eine innige Verbindung mit jemandem, die hier sehr zentral ist, die hier gerade im Fokus steht. Und vielleicht machst du dir auch bezüglich dieser Beziehung hier gerade besonders Sorgen oder hast hier irgendwelche, vielleicht sogar Schuldgefühle oder irgendwelche Ängste, die dich hier beschäftigen im Hinblick auf diese Beziehungen. Es kann natürlich auch irgendein Konflikt sein, der dich hier, der dir deine nächtliche Ruhe raubt, so ein bisschen. In einer Verbindung. Wir schauen mal. Königin der Münzen. Es kann sein, dass du hier gerade versuchst, stabil zu werden, dir eine Stabilität aufzubauen. Es kann eine Person aber auch sein, mit der du hier gedanklich beschäftigt bist. Wir haben hier eine sehr verlässliche, sicherheitsliebende, beständige, realistische Person, ein Mensch. Hier eine weibliche Energie, die entweder hier sehr stark gerade in deinen Gedanken vorherrscht oder du bist eben selbst die Königin der Münzen. Und dann ist das hier eine sehr realistische Haltung. Dann bist du hier gerade in deiner Fülle, vielleicht auch in deinem Selbstwert. Du setzt Grenzen, du fühlst dich sicher und arbeitest auch an deiner Stabilität, deiner Sicherheit. Und möchtest vielleicht auch gerade materiell hier in die Fülle kommen oder fühlst dich hier in der Fülle, genießt das, was du hast. Das ist auf jeden Fall eine Energie, die hegt und pflegt, die das, was sie hat, nährt und zum Wachsen bringt und für Fülle auch steht. Vielleicht hast du auch gerade so ein Füllebewusstsein oder versuchst hier eine Stabilität, eine Fülle aufzubauen oder dich darauf zu fokussieren. Auch hier in deinem Unbewussten sehen wir eine große Chance liegen, eine Gelegenheit, ein Initialimpuls, um hier etwas zu starten. Das ist hier möglich, dass du dich gerade hier innerlich entfaltest. Also wir haben hier dein Unbewusstes und damit einen großen Initialimpuls. Es kann sein, dass hier in deinem Inneren, ohne dass du es wirklich jetzt mitbekommst oder realisierst, dass hier ein Impuls in dir entsteht oder ein Potenzial sich entfaltet, dass sich in dir etwas entwickelt und etwas neu beginnt, du etwas ja, vielleicht irgendeine Inspiration oder irgendetwas, was dich begeistert, wo du Feuer und Flamme für sein kannst, in dir etwas zum Wachsen bringst, etwas nährst, so als würdest du so ein inneres Feuer in dir nähren. Irgendeine Vision oder eine Idee oder eine Leidenschaft oder ein Abenteuer oder irgendetwas, was dich hier begeistert. Irgendein Gefühl, was hier auch mit neuer Lebendigkeit oder einem neuen Projekt oder einem neuen Ziel zu tun hat. Was sich hier als großes, unbewusstes Potenzial zeigt. Im Vorfeld hattest du hier irgendwo so eine Art Erleuchtung. Du wurdest von irgendetwas befreit oder erlöst. Also du hast dich irgendwie erlöst gefühlt, vielleicht von einer schwierigen Situation, befreit von einem schweren Los, von einer Krise oder irgendetwas.
was dich was in irgendeiner Weise dafür gesorgt hat, dass du hier nicht ganz authentisch sein konntest oder nicht ganz du selbst warst. Irgendetwas ist dir vielleicht auch einfach klar geworden und du hast tiefere Einblicke und Erkenntnisse bekommen. Oder du wurdest von etwas befreit oder erlöst. Und jetzt als nächstes sehe ich hier bei dir eine glückliche Chance, eine Gelegenheit, ein Gewinn oder ein Geschenk. Also hier kommt das Glück auf dich zu. Den 9 der Münzen, eine glückliche Fügung. Da haben wir wirklich diese Fülle auch. Also hier sieht es jetzt erstmal sehr gut aus. Vielleicht auch eine Chance, eine Gelegenheit, jetzt dein Glück zu machen oder eine wertvolle Chance überhaupt. Aktuell sehe ich dich hier auch in der Fülle, in der Freude. Vielleicht feierst du hier auch gerade mit Menschen, mit nahestehenden Menschen hier irgendeinen Sieg oder irgendetwas, was du geschafft oder was du gemeistert hast. Vielleicht bist du aber auch einfach gerade dabei, dein Leben zu genießen, aktuell mit Menschen zu feiern, in Dankbarkeit zusammen mit anderen hier schöne Momente zu erleben. Ja, wir haben ja auch hier die 2 der Kelche, dann die 3 der Kelche. Also ich sehe hier schon Verbundenheit, Freude im Zusammensein mit einem oder vielleicht auch 2 bestimmten Menschen. Und da kommen wieder die Chancen. Da haben wir jetzt den Bube der Münzen. Das ist hier eine ganz konkrete Chance, die dir hier gerade geboten wird. Irgendetwas Handfestes, ein Impuls, der hier für etwas Bleibendes sorgt, also dass du hier irgendetwas Stabiles dir aufbauen kannst. Vielleicht ist es ein Jobangebot, könnte das jetzt zum Beispiel sein, oder eine konkrete Hilfe, ein Ratschlag, eine Unterstützung. Etwas, was dir hilft, hier in die Stabilität zu kommen und ein langfristiges Ziel zu errichten oder eine Fülle dir aufzubauen, in den Reichtum, inneren und äußeren Reichtum zu kommen. Also da scheint ja auch wirklich in deinem Umfeld Unterstützung da zu sein oder auch wirklich Menschen, die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist, was ich hier sehe in deinem Umfeld auch. Grundsätzlich bist du aber auch hier sehr realistisch. Du hast hier auch eine sehr bodenständige, realistische Haltung, bist zuverlässig und verlässlich. Also ich denke auch für dich sind hier Werte besonders wichtig, gerade wie Treue, Loyalität, Zuverlässigkeit. Das ist nämlich auch das, was die Königin der Münzen verkörpert. Die pflegt auch gewisse Werte und steht dafür ein. Du wünschst dir einen Neubeginn. Dein Wunsch ist es hier irgendwo neu durchzustarten, dich neu auszurichten, etwas ganz Neues zu wagen, den Absprung zu wagen in eine vielleicht ganz neue Realität, in ein ganz neues Leben. Ja, also ich denke, es hat mit dieser Chance hier zu tun, mit diesem Impuls, der in dir, in deinem Unbewussten oder in deinem Gefühl hier sich zeigt und wachsen möchte, sich entfalten möchte, wo es irgendetwas gibt, was dich hier inspiriert oder begeistert oder ja, die Leidenschaft in dir entfacht. Eine Inspiration, eine Eingebung, irgendetwas ist hier in dir am Entstehen und jetzt wünschst du dir auch hier ganz gedanklich, fokussiert hier auf die Zukunft, wünschst du dir irgendwo wirklich auch einen Neubeginn, deinen ganz eigenen Weg zu finden, deinen ganz persönlichen eigenen Weg zu gehen. Und mit der Kraft sehe ich, dass du hier auch voller Elan und Leidenschaft und Mut, und damit sind wir dann hier auch wieder bei deiner ureigenen Widderenergie, dass du das ja auch umsetzt. Du wirst eine Chance, eine Gelegenheit bekommen oder vielleicht auch wirklich ein Geschenk oder ein Gewinn in Form einer Möglichkeit. Also das, wie auch immer sich dieses Geschenk hier zeigt. Es ist eine wertvolle Chance, mit der du hier wirklich auch in den Mut kommst, in die Zuversicht und leidenschaftlich hier etwas anpackst und mit ganz viel Willen, Mut und Selbstbewusstsein diese Chance ja auch nutzt und deinen Weg gehst. Ich denke, du gehst hier wirklich auch diesen neuen Weg, nutzt diese ganze Unterstützung oder diese Fülle oder diese Gelegenheit, die hier kommt und also ich sehe hier Leidenschaft, ich sehe hier Mut, Tatkraft und auch Willenskraft. Es sind auch so ein bisschen deine Instinkte, diese inneren Impulse. Das ist ja das, was wir hier auch sehen mit dem Ast der Stäbe. Das sind hier
im Unbewussten, ja, das ist so dieser Instinkt, dieser Impuls, der hier hochkommt in dir, der möchte irgendetwas ganz Bestimmtes leben und das nimmst du in dir wahr und hörst auch auf diese inneren Impulse und lässt dich davon leiten. Beziehungsweise findest du auch die richtige Form, um das auch zu lenken, in richtige Bahnen zu lenken. So, unterliegende Energie ist die 4 der Stäbe. Auch hier haben wir wieder diese Energie von Harmonie und Festlichkeiten, Freude, Freunde, Familie, also dieses traute Heim, wo man einfach gelassen ist und in der Harmonie und sich des Lebens freut. Auch so eine gewisse Stabilität erreicht hat, aber es ist auch die Energie, wo man das sichere Gehege zurücklässt, wo man sich öffnet jetzt für neue Erfahrungen, neue Erkenntnisse, neue Möglichkeiten. Also für mich ist das eher das Heraustreten aus diesem sicheren Gehege, aus diesem harmonischen Zuhause. Weil Freude und Verbundenheit haben wir hier sowieso liegen. Also wir sehen hier schon die Festlichkeiten. Ich denke nicht, dass es hier nur ums Feiern und ums Feste feiern geht, sondern ich denke, hier geht es schon darum, dass du jetzt aus diesem sicheren Gehege heraustrittst und dich öffnest hier für eine neue Erfahrung, für neue Möglichkeiten. Die Komfortzone so ein bisschen, ja, da ist ein inneres Feuer, das brennt in dir, du nutzt die Chance, die Gelegenheit und gehst das hier aktiv an, diesen Neubeginn. Egal, ob das jetzt ein Neubeginn hier ist mit einem Menschen, in einer Freundschaft oder einer Verbindung, einer Beziehung oder ob das hier ein Projekt ist, wo du deine Leidenschaft hier wirklich zum Leben erwecken möchtest, etwas Neues anpacken möchtest, ein neues Ziel anvisierst, dich für ein Abenteuer, eine Reise oder ein Vorhaben öffnest, das dich hier inspiriert und begeistert. Gerechtigkeit haben wir hier. Du bist hier auch dabei abzuwägen. Irgendwas versuchst du hier zu klären. Wir haben nämlich auch die 2 der Schwerter. Also hier ist ein bisschen so eine Energie von Zweifeln. Vielleicht denkst du darüber nach, ob du hier dein sicheres Gehege verlassen sollst, ob du da heraustreten sollst, ob du dich für neue Erfahrungen öffnen sollst. Du bist hier so ein bisschen am Hin und Her überlegen und kannst hier gerade keine richtig klare Entscheidung treffen. Deswegen wägst du ab und versuchst hier zu urteilen, zu analysieren, wirklich abzuwägen, auch fair und gerecht zu sein. Das ist ja auch, ich möchte sich so ein Karma ausgleichen, so eine Gerechtigkeit möchte sich hier einstellen. Und dafür ist es auch wichtig, dass du hier ein faires Urteil fällst, etwas fair und gerecht einschätzt und dann hier auch zu einer Entscheidung kommst. Also hier sehen wir ja die Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Und hier ist dieses Urteilsvermögen, das hier am Ende zu einer Entscheidung kommen möchte. Also wir sehen hier diesen Prozess des Hin- und Her-Überlegens und des Prüfens und Klärens, einschätzen und urteilen, um hier zu einer Klarheit zu kommen, beziehungsweise auch eine faire und gerechte Entscheidung zu treffen, im Hinblick vielleicht auch auf irgendeinen Menschen oder mehrere Menschen, die hier involviert sind in deinen Plänen. Da bist du gerade hier ein bisschen am Prüfen, was ich hier sehe. Vielleicht ist das auch der Punkt, wo du dir hier Sorgen machst, ein bisschen Ängste hast oder innerlich sehr unruhig bist. Wir schauen mal jetzt, was die Orakelkarten hier noch beisteuern können. Worum geht es hier gerade für die Widder zum Neumond im Wassermann? Eine Botschaft hätte ich hier bitte gerne für die Widder. Also die Verbundenheit hier mit irgendjemandem ist hier zentral oder vielleicht auch mit mehreren Menschen. Aber ich sehe hier auch neue Impulse für neue Leidenschaft und Lebendigkeit, wo etwas Neues entstehen soll und du dich neu ausrichtest, auf etwas Neues fokussierst. So, die Karten sprechen jetzt gerade nicht so mit mir. Das ist
eher seltsam. Normalerweise sind die hier sehr gesprächig. Hier geht es um das Loslassen, das Lösen. Löse etwas, um dich neu zu binden und dich im Lichte wiederzufinden. Irgendetwas möchte sich hier auflösen, erlösen. Hier geht es auch um die Erlösung und das ist ja auch das, was wir hier mit dem Gericht haben. Da geht es ja um die Erlösung, Befreiung von etwas. Von irgendetwas hast du dich befreit, von irgendetwas darfst du dich ja auch befreien. Vielleicht sind es auch die Ängste und Sorgen, von denen du dich hier jetzt noch befreien darfst. Weil da irgendwie, möglicherweise sind es auch die Ängste und Sorgen, die dich hier daran hindern, dieses Potenzial hier wirklich zum Wachsen zu bringen. Jetzt kommt hier die Mondfinsternis. Das ist eine sehr intensive Energie. Da geht es auch um die Loslösung, das Loslassen, Erkenntnis der Kräfte, die dich binden, Lösung, um sich neu zu finden. Also erkenne, was macht dich unfrei, was bindet dich, welche Sorgen, welche Ängste hemmen dich, welche alten Muster. Und dann löse dich davon, lass es los. Also auch wieder das Thema hier Befreiung, Transformation, tiefgreifendere Veränderungen. Ja, eine Neuordnung steht an. Kläre deine Energie. Hier haben wir auch so diese Jungfrau-Energie, also dieses Prüfen, dieses Klären, Analysieren. Es ordnet sich hier etwas neu. Du darfst dich vielleicht von negativen Energien befreien. Auch erkennen, welche negativen Gedanken, Einstellungen, Gefühle und Muster hindern dich hier in irgendeiner Weise. Lass dich von deinen Instinkten leiten. Höre auf deinen Instinkt, auf die inneren Impulse, die Intuition, die dich hier führen möchte. Das Glück ist auf deiner Seite. Da haben wir die Schütze-Energie. Optimismus, glückliche Fügungen, Geschenke, Gewinne, das haben wir ja auch gesehen. So, das sind mir jetzt hier zu viele. Es sind mir zu viele, aber es ist dennoch passend. Wir haben hier den Neubeginn, der Neumond. Also irgendwo haben wir einen Neubeginn. Und dann hier auch wieder aus der Komfortzone herauskommen. Sich auf den das ist der Mondknoten, ne? Der südliche Mondknoten. Steht so ein bisschen für die Komfortzone, die alten Muster und der nördliche für das Entwicklungsziel, das Lebensziel, wo du jetzt dich in neue Gefilde wagen darfst und altes, vertrautes hinter dir lassen darfst. Oder eben auch diese einschränkenden, einengenden Muster, Ängste, Sorgen, Zweifel, Unsicherheiten und so weiter. Eine neue romantische Phase. Ja, vielleicht gibt es hier tatsächlich eine, sehen wir ja auch hier sehr viel Verbundenheit, sehr viel Gefühle und Dankbarkeit, Freude mit Menschen, die dir hier nahe stehen. Das kann natürlich auch ein neues romantisches Potenzial sein, ein Abenteuer, was sich hier ankündigt mit einem Menschen. Und hier haben wir jetzt die Widderenergie, deine Energie. Bald geht's hoch her. Also da sehen wir, hier wird etwas in die Aktion gehen. Hier wird etwas vorangehen. Möglicherweise hast du hier auch ein wenig innere Unruhe, Impulsivität. Gerade beim Vollmond im Widder, das ist ja hier die Energie, kann man sehr innerlich sehr unruhig sein, sehr aufbrausend oder impulsiv. Bei diese ganzen inneren Feuerenergien und die sehen wir ja hier, es gibt hier inneres Feuer bei dir, was hier auch, wenn das nicht gelenkt wird, kann das auch explosiv sein. Also wenn das nicht in irgendwelche Bahnen gelenkt wird, um damit etwas zu kreieren, etwas Zielführendes, dann kann zu viel Feuer, also eben auch diese Instinkte, Leidenschaften, innere körperliche Empfindungen, wenn die unterdrückt und nicht gelenkt werden, dann kann das zu Frustration führen. Oder eben auch zu Unausgeglichenheit. So. Also ich sehe hier ganz schön viel Feuer hier. Leidenschaft. Du möchtest hier irgendwo etwas Neues. Aber du denkst auch viel darüber nach. Ja, du darfst hier das Licht in dir schützen und auch sein. Sei ein Licht. Sei wie das strahlende Licht für andere und dafür darfst du dich auch selber schützen und dich neu auftanken. Was fehlt dir? Was brauchst du, um dich selber gut zu fühlen in dir? Ja, womit kannst du neu auftanken? Was gibt dir neue Kraft, neue Freude?
Ja, bring das Licht, sei das Licht und bring das Licht, aber dafür musst du selbst eben auch in dir dich ganz fühlen, in dir ganz sein. Dein eigenes Licht auch schützen und nähren. Darum geht es ja auch, das eigene Licht nähren. Ich denke schon, dass es hier irgendwie auch mit den Beziehungen zu tun hat, die hier auch dieses Licht in dir stärken oder diese Freude, diese Lebensfreude, die du hier auch durch gewisse Menschen hier lebst oder mit ihnen lebst und teilst. So, hier haben wir jetzt wieder einen Beginn, Neubeginn. Es geht hier wieder um das Thema, ein Potenzial zu entfalten, etwas Neues zu starten. Frühlingsenergie. Hier im Frühling möchte irgendetwas Neues geboren werden. Etwas Neues, ein Potenzial. Diese Chance, dieses Potenzial hier mit dem Ast der Stäbe, das ist etwas, was hier wirklich mit einem Neubeginn ganz konkret hier im Zusammenhang steht. Ja, es geht darum, dass du aufblühst, dass du erblühst. Dass du dich entfaltest, entwickelst wie eine Blume hier zum Blühen, ins Blühen kommst. Aber es geht ja auch etwas loszulassen, etwas zu lösen. So, ich werde jetzt abschließend eine Schattenbotschaft für dich hier von einer Göttin noch vorlesen. Und da, wir bekommen zwei. Gut. Die Liebe und der Mond. Dann werden wir uns die mal beide anschauen. Aphrodite und Mama Killa. Dann schauen wir uns ja erstmal die Liebe an. Was ist denn hier im Schatten hier? So, also, deine Heilungsaufgabe lautet, präsent zu bleiben, dich des Urteilens zu enthalten und der Schätze gewahr zu sein, die vor dir ausgebreitet liegen. Vielleicht entdeckst du dabei, dass eine schmerzliche Erfahrung in Wahrheit ein kostbares Geschenk ist. Sie könnte vielmehr genau das sein, was du brauchst, um die alten Muster loszulassen, die dir nicht mehr dienlich sind. Nimm dich in Acht vor der Verführung der Sehnsucht, des Schmachtens nach einer Liebe, die sich dir entzieht, und vor der Fixierung auf ein bestimmtes Resultat. Damit verstärkst du nur die Energie des unerfüllten Verlangens und bist am Ende vielleicht außerstande, noch zu unterscheiden, was wahr und was falsch ist. Befreie dich von Erwartungen und Anhaftungen und schau einfach, was auf dich zukommt. Bleibe dir deines Anteils an den Dingen und deiner Verantwortung dafür bewusst, leiste Abbitte, wo nötig, und vertraue darauf, dass alles gut ist. Sogar deine Partnerschaft mit dem Universum bedarf vielleicht einer Erläuterung, indem du von dem Bedürfnis ablässt, dass alles in deinem Sinne geschieht. Wende dich an Aphrodite, damit sie dich einer gesünderen, befriedigerenden Erfahrung zuführt. Ja, also diese Karte kann ein Omen sein für das Bevorstehen einer neuen Partnerschaft oder die Vertiefung für eine bereits bestehende Bindung. Oder es ist für dich die Zeit gekommen, dich wieder auf den Aspekt deines Wesens zu besinnen, der für eine Weile im Schlummer lag. Aphrodite möchte, dass du dich in dein eigenes Leben verliebst und gleichzeitig auf die Bekundungen der Liebe achtest, wie sie dir überall in deiner Umgebung begegnen. Ja, es scheint hier schon viele Menschen auch zu geben, die der Zuneigung irgendwie auch entgegenbringen oder zumindest einige oder wenigstens einer. Auf diese Weise kann sich die Liebe zehnfach vermehren und sich dir zeigen, wohin du dich auch wendest. Ja, und dann schauen wir uns den Mond an. Und der Mond steht ja für die Ängste und das ist ja das Thema, was wir mit den Neun der Schwertern haben. Und hier geht es jetzt darum, manchmal fühlst du dich wie abgeschnitten vom Leben und bist frustriert darüber, dass das Universum dir nicht bringt, wonach du verlangst. Möchtest du genau in der Form und zu dem Zeitpunkt bekommen, was du dir wünschst? Und hast du das Gefühl, dass die große Göttin dich übersieht? Vielleicht willst du, dass etwas früher eintritt, als es ihm bestimmt ist.
Vergiss nicht, dass deine Lebensumstände in der Zeit verlaufen und ständigem Wandel unterworfen sind. Vielleicht ist es dir einfach nicht bewusst, in welchem Zyklus du dich gerade befindest, sodass du die Signale übersiehst. Mama Kila hat die Schöpfungszyklen stets im Blick und du musst ihrer Weisheit vertrauen. Ihre Heilungsaufgabe für dich lautet, den natürlichen Zyklus, in dem du dich jetzt befindest, zu erkennen und mit ihm zu arbeiten. Du wirst überrascht sein, wie gut es dir gelingt, von neuem bewusst etwas mitzuerschaffen und dich dem Fluss des Lebens zu überlassen, sobald du im Einklang mit dem Rhythmus des Universums bist. Ja, also es geht hier um die Zyklen und die göttliche Ordnung, die in allem enthalten ist. Also es gibt einen perfekten Zeitpunkt für alles. Ja, und da darf man einfach auch mitschwingen, mitschwimmen und das erkennen, die Zeichen der Zeit. Und wenn jetzt hier irgendetwas nicht vorangeht, dann nutze die erzwungene Ruhepause, um deine Zielsetzungen zu überdenken und warte ab, bis ein neuer Zyklus anbricht. Aber hier kommt noch mal eine wichtige Botschaft. Du bist jetzt aufgefordert, deinen Blick auf dein gewohntes Umfeld zu richten und darüber zu befinden, ob es etwas daran zu verbessern gibt oder ob du die Dinge so belassen kannst, wie sie sind. Die Antwort auf deine Fragen findest du zu gegebener Zeit innerhalb des Zyklus, den du jetzt durchläufst. Du kannst das Prinzip der Naturkreisläufe auf Beziehungen anwenden, auf kreative Projekte, auf persönliches Wachstum und vieles andere mehr. Wenn du dir selbst gegenüber ehrlich bist, wirst du zugeben, dass es nicht möglich ist, diese Zyklen zu steuern, sondern nur ihre schöpferische Energie zu nutzen, mit denen sie dir zur Hilfe kommen. Wenn deine Beziehung ungeklärt, aber voller Potenzial ist, kannst du die Energie des Neumondes anrufen, die sich im Frühjahrszyklus des Lebens zeigt. Und das ist ja genau das, wo wir sind. Wir sind ja gerade im Neumondzyklus, der gerade begonnen hat. Der Neumond von diesem was der Wassermann-Energie. In diesem Fall musst du nur klar in deinen Absichten sein und zulassen, dass sich die Beziehung von selbst entwickelt. Also wenn es hier um eine Beziehung geht bei dir, dann darfst du hier deine Absichten klar formulieren, ja, und somit auch deine Wünsche und Absichten innerhalb oder mit einer bestimmten Beziehung so für dich manifestieren. Wehre dich nicht dagegen, wenn deine äußere Welt ins Stocken zu geraten scheint und Hindernisse auftauchen, die jeden deiner Schritte zu vereiteln drohen. Nutze stattdessen die Ruhepause, um deine Zielsetzungen zu überdenken, ja, und warte auf den richtigen Zeitpunkt, beziehungsweise darauf, dass ein neuer Zyklus heranbricht. Ja, also Neumond ist die Zeit zum Manifestieren. Das ist die Zeit, etwa neue Intentionen auszusenden. Und darum geht es bei jedem Neumond und im Hinblick auf den Wassermann, denn das ist ja die Energie, die jetzt mit diesem Neumond in Verbindung steht, geht es um deine Individualität, es geht um deine Freiheit. Es geht aber auch um Freundschaften, es geht um zukunftsträchtige Ideen, überhaupt neue Ideen, neue Einfälle. Und was immer deine Intention ist, die darfst du jetzt hier für dich neu fokussieren, neu formulieren. Und diese Anfangsenergie nutzen, die jetzt gerade mit diesem Neumond da ist, denn dieser Zeitpunkt von diesem Zyklus, der jetzt gerade losgeht, der ist jetzt eben sehr günstig, um hier wirklich jetzt etwas, ja, diese Chance jetzt zu nutzen, was wir hier haben mit dem Bube, was man jetzt nicht sieht, ja, hier drunter, diese Chance jetzt hier zu nutzen mit der 9 der Münzen, um dieses Potenzial, dieses innere Feuer jetzt hier zum Wachsen zu bringen und voller Leidenschaft hier dein Ziel anzuvisieren und zu erreichen. Was auch immer das ist, ob das jetzt innerhalb einer Beziehung ist oder ein Projekt, ein kreatives. Es ist etwas, was mit einem Neubeginn zu tun hat, wo du dir etwas Neues wünschst, einen Neubeginn wünschst, eine Neuordnung und dafür darf eine alte Last losgelassen werden, ja? Alte Ängste, alte Sorgen, alte Muster. Davon darfst du dich befreien. Ja, und dann positiv nach vorn schauen und
voller Mut und Zuversicht hier aus deiner Komfortzone herausgehen, mit Klarheit. Ja, hier, ich sehe, hier fehlt noch ein bisschen so diese Klarheit, da ist irgendwie noch nicht so richtig ganz, klar, welche Entscheidung oder welchen Weg du hier gehen möchtest, da machst du dir irgendwie Gedanken. Aber ich denke, es ist hier wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu nutzen und vor allem hier auf deinen Instinkt, deine Impulse, deine Intuition zu hören und dich davon leiten zu lassen. Und ja, das ist das, was ich hier jetzt heute für dich sehe. Ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben oder auch über ein Abo. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.